Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mario und Rabbids. In der letzten Folge haben wir die letzten Bosse, optionalen Bosse, besiegt. Und das heißt, wir reisen jetzt zu Miseras Festung und schauen, wie es da weitergeht. Und vor allem, wie der Kampf aussieht. Ist es eine Welt? Ist es nur ein Kampf? Sehen wir jetzt gleich. Leute, können wir jetzt bitte endlich Mutti Schildknacker zum Einsatz bringen? Das ist Rosalina Sternwarte. Was ist da los, Genie? Ja, anscheinend schon. Worauf warten wir noch? Wir sind hier, Rosalina. Wir sind hier. Ach komm, jetzt sind auch noch Zwischenkämpfe drin. Und ich glaube, ich werde erstmal das Team heraus ändern. Denn Luigi hatte ich ja nur drin für den starken Angriff, wenn man für den Boss. Aber ich tue jetzt wieder Peach rein. Na dann, zwei Finsterzeitpfützen und ich schätze, wir werden die ganze Folge brauchen, um diese zu beseitigen. König der Finsterzeit. Alter, wenn da jetzt schon wieder ein Boss drin ist, ne? Aber was soll's, Peach macht ja auch ordentlich Schaden. Und die macht auch Flächenschaden. Okay. What the fuck? Bowser? Besiege Finsterzeit, Bowser. Ey, wenn es wieder so ein Dreifach-Runden-Ding ist, dann bin ich raus.
Wir haben ein Vierer-Team. Das wiederum könnte geil werden. Jetzt haben wir vier Leute, die wir steuern können. So, erstmal den hier. Ach, stimmt, du bist ja unempfindlich gegen den Kack. Finsterzeitpause. Hätte ich safe hier mit Luigi stehen können und einmal wegnatzen. Machen wir einfach mal den hier. So. Ich hoffe, wir müssen aber Finsterzeit Bowser nur einmal besiegen, ne? So. Machen wir einfach mal den hier. Warum hat Finsterzeit Bowser so viel mehr Schaden als ich? Aber der hat die gleichen Attacken drauf. Nee, ich glaube, wir müssen wieder von vorne. So, wir gehen wieder hoch. Wir stecken uns erstmal mit Peach hier hin. Das Ding müsste die andere auch in die Luft jagen. So hier. So, hier. Ach, KG, wir treffen jetzt Mario. Mal kurz auf die Tacticam. Mal schauen, ob wir den auf Bowser knallen können hier. Außerhalb des Spielfelds, Bro. What the fuck war das gerade für ein Angriff?
Das war ein kranker Angriff. Ja, es war dumm, hier hochzukommen. Vor allem, wenn die so nah da sind. Wir müssen die irgendwie wegnatzen. Die haben viel zu viel. Wieso haben die so viel Leben, ey? So. So, hier. Mal den hier. Und den hier. Mal wieder den hier. Machen wir wieder alle stärker. Also, diese Kämpfe sind echt krank. Und wenn die zweite Pütze wieder so einen Boss hat, ne, dann weiß ich nicht. Na, ja, ich hätte gehofft, dass sie auf dieses Portal gehen, aber so geht's natürlich auch. So. So, nächste Runde und fertig ist es. Kacke.
Wasser muss hin. Komm, echt jetzt. Übel. Ich hätte gehofft, dass Bowser sich als erstes bewegt. Naja, auf jeden Fall haben wir es jetzt. Wir haben's. Zumindest König der Finsterzeit ist down. War's das jetzt? Gut. Winzerzeit, Bowser ist down. Ich hoffe, in der nächsten Pfütze geht es weiter mit dem Viererteam. Das war lustig. Und mal was anderes. Finsterzeitkönig. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, eventuell, ist, dass da jetzt als Rebella dran gefordert wird jetzt. Safe ist da jetzt Rebella drin. Ja, wieder ein Viererteam. Das war geil. Danke. Misere hat keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Aber ich werde es dir so richtig zeigen. Moment. Wir sehen auf den Seiten sogar die Bosse. Ach, Rebella hat wahrscheinlich auch über 20.000 KP, oder? Mal gucken. Ja, 26.000. Ach, du Kacke, ey. Wir gehen alle in eine Richtung, würde ich sagen. Und das nur, weil ich weiß, wenn ich mich trenne, verliere ich den Kampf definitiv. Naja, dann haben wir die letzten zwei Folgen haben wir die optionalen Bosse gemacht. Jetzt machen wir nochmal Bosse, zwei Stück in der Folge. Und nächste Folge ist Misera dran, das wird lustig.
Haben wir das? Feuer unempfindlich. Moment hier. Hier. Wir gehen mit Peach dahinter. Mal den hier. Wasser. Gott. So, hier rein gehen wir mit Bowser. Aber den hier. Gott, jetzt haben wir schon ordentlich Schaden an Rebella gemacht. In der ersten Runde waren es 8000 Schaden einfach schon. Mal gucken, wie viel Schaden wir jetzt kriegen. Ich stehe doch hinterm Stein versteckt. Ja, anscheinend nicht genug. Was? Zum Geier ist er gerade abgegangen mit Bowser. Ey, Game, wir haben doch sowieso schon einen harten Bosskampf. Warum haut ihr immer noch mehr Gegner rein? Das hasse ich tatsächlich an dem Game. Dieses Drecks-Gegner-Gespamme. Meine Fresse. Da haben wir schon einen verloren. Und jetzt sind es sogar. Jetzt sind es sogar Tore, die ich nicht mehr kaputt machen kann. Game, also echt jetzt. So, hier. Eins, zwei, drei. Das wollte ich nicht. Drei. Jetzt müssen wir die alle drei zusammenlassen. So, wir müssen hier rüber. Treffe ich die da unten? Mal gucken, ob ich die unten treffe oder nicht. Naja.
Eigentlich ist es 50-50 hier. Jetzt müssen wir alle darüber zu. Jetzt müssen wir alle rüber zu Peach. So hier. Nochmal den hier. Das und das machen wir einmal mit Peach. Dann machen wir mal den hier. So, hier. So, hier. Nö, lass mal so. Komm. Ach du Kacke, wir haben jetzt seit der nächsten Runde keinen Angriff mehr. Fuck, habe ich nicht bedacht bei dir. Jetzt ist Rebella down, oder? Wegen dem scheiß Schleim. So, hier. So. Machen wir noch das hier. Dumm? Ja, bin ich. Ist zwar jetzt nicht gerade ehrenhaft, aber damit ist die Runde vorbei. Wenn man die Sachen hat, benutzt man sie auch. Naja.
Damit können wir nächste Folge Misera angreifen. Es ist wahr. Misera hat mich auf diese Welt gebracht. Nicht nur eine Spargigerin, ich war die Anführerin. Misera hat mich anders gemacht, mich mit genug freiem Willen, um anzuführen, um selbst zu denken. Das hat mich erkennen lassen, was Misera wirklich ist. Ein schwarzes Loch aus Gier, die zu unermesslichen Elend führt. Giratina, Trauma und Sukkulenta, ich habe alles versucht, um sie zur Einsicht zu bringen, aber stattdessen haben sie sich gegen mich gewendet. Also bin ich abgehauen und habe versucht, so viele Sparks wie möglich zu retten, bevor sie sie in die Finger kriegen konnten. Und das ist die ganze Wahrheit. Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, ihr hättet keinen Grund, mir zu glauben. Den habt ihr wohl immer noch nicht. Du hast uns jedes Mal geholfen, einen Spark zu retten. Du hast jedes Mal auf dem Schlachtfeld mit uns den anderen so richtig in den Du weißt schon was getreten. Du bist jedes Mal beim Anblick meines riesigen Bizeps beinahe in Ohnmacht gefallen, während ich eindrucksvoll an deiner Seite gekämpft habe. Du hast uns jedes Mal gezeigt, dass dir die Sparkjägerin trotz allem noch wichtig sind. Danke euch allen. Schnappen wir uns Misera. Ja. Ich würde euch sagen, um Misera kümmern wir uns nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.